Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Das hier. Weg damit. So, hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Dienstag, dies ist eine Vorproduktion, also nicht erschrecken. Und ich spiele jetzt Days After, Dienstag, Days After. Und was ich da mache, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir gleich mal anschauen. Viel Spaß. Okay, erstmal nehmen wir das hier entgegen. So. Habe ich noch was im Rucksack? Alles leer. Nur das gerade gekriegt. Dann werde ich mich mal kurz ausrüsten mit meinen Waffen. Schauen mal, ob ich hier noch Waffen drin habe. Ich glaube nicht. Dann müsste ich alles rausgeholt haben. Hier. Brauchte ich nicht nachschauen. Hier habe ich zum Farmen. Und hier kommen die Waffen. Ich habe jetzt einmal die Waffen. Warte mal, ich habe doch noch da hinten auch noch bei der Liste habe ich auch noch Waffen reingeknallt, weil ich nicht mehr wusste, wohin damit. Eine Fernkampfwaffe. Nehmen wir die hier auch noch ausrüsten. Komm, nehmen wir den mit. Und jetzt habe ich den einmal ausgetauscht, ne? Egal. Armbrust. 38. 20. 42. Die hier mit. Die schießt schon schnell. Das ist ja keine hohe Nachladezeit. Das geht da. Und 30. Die macht noch richtig Schaden. Die brauche ich später vielleicht noch. Gut, nehmen wir erstmal das. Holen uns noch was zum Trinken. Vielleicht muss ich ja was trinken. Ach, ich habe hier gar nichts mehr. Dann muss ich den hier nehmen. Ich weiß, was ich machen muss. Ich brauche ganz viel Stahl. Ich muss diese Träger hier bauen. Die Stahlwaren, um die anderen Sachen aufzuwerten. Ich werde hier nach... Also ich werde erstmal die Brücke machen. Da muss ich gleich sehen, an der Brücke. Und danach werde ich, glaube ich, einmal das Vorgebirge machen. Also sprich... Nee, das nicht. So könnte ich auch machen. Die Brücke hier einmal durchhocken ganz schnell. Und dann wollte ich den hier machen, weil da gibt es am meisten Stahl. Und auf dem Schrottplatz gibt es auch viel Stahl. Ach, ich weiß es nicht. Ich überlege es auch. Erstmal mache ich die Brücke. Bis gleich bei der Brücke. Und da sind wir wieder. Wir sind hier auf der Brücke. Mal kurz hier alles durchjagen. Mit den da weglocken hier. Und doch. Ja, nämlich. Fleisch für meine Hunde. Nein, doch. Ich glaube nicht so ein Pferd drin, dass das auch noch gleich beladen kann mit einem Gegenstück. Haha. Ha. Oh, mein Helm ist kaputt. Genau, ich kann ja hier die hier holen. Nicht die. Ich weiß nicht, wie heißt die da bei mir in der Basis?
Probiere ich mal aus. Dann werden wir die gleich mal mitnehmen. Aber wohin? Erstmal machen wir es zusammen. Das Dingens hier. Vorgebirge. Aber erstmal mache ich alleine den hier, dann mache ich mit der Zusatz Vorgebirge. Genau. Zack, zack. Fertig ist er. Kommen die anderen beiden Zombies. Vor allem drei Zombies hier vorne. Noch gekriegt. Subi. Den aber kurz weglocken. Oh, ich habe gleich 10 Kills. Habe ich sie jetzt gekriegt? Ach, da ist sie. Nice, das habe ich ja noch nie gehabt, dass ich hier als Unterstützung... Wie lange ist sie da? 10 Minuten. Ja, super, jetzt kriege ich sie. 10 Minuten ist sie da. Bringt ja nichts. Bin doch gleich schon hier fertig. Kein Loot? Wenn sie die killt, habe ich wahrscheinlich kein Loot, oder? Scheint zumindest. Warte mal, Schuh kann ich auch anziehen. Die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Alles schon down. Mütze kann ich auch anziehen, wenn eine kommt. Ja, Mütze ausrüsten, fertig. Perfekt. Ich überlege mir gerade, kann das später auch die Sachen auch später alle looten. Ich schaue jetzt nur einmal kurz nach, was ich hier noch so mittragen kann. Sonst würde ich direkt mit ihr weitergehen. Zum Vorgebirge. Genau, mal so. Dann spare ich da ein bisschen Zeit noch. Taschen sind zwar voll. Noch hier die Sachen kurz wegluten. Ah. Ist ja noch 7 Minuten da, die Frau. Kein Problem, ich warte hier. Okay, Rucksack voll. Gut, können wir weitergehen und fangen schon mal an. Die Dings. Das Vorgebirge frei zu rocken hier. Zack. Laufen ganz schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. So, da ist er. Und... Dann würde ich mal sagen, geht's los.
Zack. Und zack. Ein Kill. Ein Schlag sofort gekillt. Ah, komm ein bisschen runter. Looten wird später gemacht. Aber wie gestern wird jetzt so. Und gleich wieder was hinterher futtern. Ach nee. Was schnell futtern. Und wieder was futtern. Wie lange ist er noch da? In 6 Minuten? Das ging aber richtig fix gerade. Kann ich bitte noch gleich freirocken hier? Da muss ich erstmal ein bisschen warten. Dafür habe ich zu wenig Lebensenergie. Oder in der Truhe, vielleicht gibt es da ja was zum Essen, das ich sofort benutzen kann. Winkel. Schade. Auch eine Rüstung. Also Rüstteil. Und was zum Essen. Ich brauche noch eine neue Waffe. Ah, ich habe hier noch einen. Passt doch, passt doch. Okay. Let's go! Ah, was zum Essen, schön. Ich hier noch was drin, was ich kämpfen kann? Jawohl. Nimm ich mit. Das geht gut ab hier. Das war alles. Schon wieder alles geklärt hier.
aber keine Brust hier. Das ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt die Brücke durchgerockt. Jetzt gerade das Vorgebirge, wo ich gleich hin muss, die ganzen Stahldinger hier abzubauen. Hier müsste noch eine versteckte Truhe sein. Rucksack voll. Na gut. Sie ist jetzt noch 5 Minuten da. Ich muss irgendwo hin, wo ich einen Brustteig kriege. Schrottplatz wird es lange dauern. Wäre es richtig gut gegen den Boss jetzt. Bis dahin komme ich nicht. Das schaffe ich nicht. Dann. Brustteil. Weiß ich, wo ich sie noch mit hinnehmen könnte. Können das da oben nochmal durchhauen? Aber das bringt nichts. Nee. Ach nee, was mache ich denn jetzt so? Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Komm, gehen wir dahin. Laufen wir. Also so würde ich das schaffen, das da oben. Ich habe jetzt allerdings keine Brustrüstung. Ich glaube, da kriege ich auch keine. Ach, sie ist schon weg. War da noch 5 Minuten da? Na gut, dann gehe ich jetzt looten. Dann will ich jetzt erstmal alles wegfarmen und dann mal schauen, was ich noch mache. Bis gleich. So, jetzt werde ich einmal kurz hier alles abfarmen. Und danach, also ich bin jetzt bei der Brücke. Danach werde ich zum Vorgebirge gehen und da alles abfarmen. Vielleicht. Erstmal will ich alles abfarmen. Danach werde ich die Kisten anfangen, hier abzulooten. Danach will ich zum Vorgebirge gehen. Da nochmal ein bisschen was abfarmen. Und probieren da noch ein paar Kisten mitzunehmen. Und das geht jetzt die ganze Zeit so im Kreis, bis ich keine Energie mehr habe. Und bis alles leer ist. Das dauert jetzt so ein. Bestimmt eine Stunde. Keine Ahnung. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Auf jeden Fall dauert das ein bisschen. Ich habe jetzt nur mein Bein, meine Axt, meinen Hammer mitgenommen und hier Kuchen mitgenommen. Das war's? Den Kuchen mitgenommen. Was ich halt zum Farmen brauche. Den Kuchen, weil immer wenn ich was abfarme, verliere ich ein bisschen Energie. Und wenn ich dann keine Energie, beziehungsweise wenn mein Magen leer ist, dann verliere ich Leben. Irgendwie so war das. Ich bin auch schon deswegen einmal gestorben. Ich hab's abgefarmt, bin in der Küche gegangen, hab mir was zum Essen geholt, kam wieder, war ich tot. Ganz easy. Mal kurz das Pferd rufen. Packen wir die Schuhe rein. Also hier wäre ich schon fast fertig. Müsste ich noch einmal hin. Lässt sich in Sachen abholen. Das sind 3, 5 und da war einer. 6. 6 Plätze wären hier schon mal weg gewesen. 7, 8. 8 Plätze.
Gut, aber wir gehen jetzt weiter. Und farmen dann nochmal im Vorgebirge etwas ab. Wie gesagt, solange ich Energie habe, dann renne ich zurück. Leere meinen Rucksack und dann geht's wieder dahin und dann dahin. Und ja, da würde ich mal sagen, das war's für heute, weil danach werde ich keine Energie mehr haben, um irgendwas zu machen. Ich werde hier noch einmal kurz so durchflitzen mit den Abfarmen. Also jetzt hier einmal. Und danach noch zwei, dreimal muss ich hierher. Ja. Aber mehr werdet ihr heute auch nicht mehr sehen in dem Video. Das werde ich jetzt hier in Ruhe machen. Das wird sonst ein bisschen zu langweilig für euch. Also sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.